Scheiße im Kopf, zieh an der Pfeife, bin verloren im dichten Nebel, aber ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Kennedy, Scheiß, bitte, wann wird das zu Ende gehen? Gebe keine Fick und lass mich treiben, the Kevin James, yeah. Heavyweight, fly wie die Emirates, flippe dabei locker zu dem Beat, Miami Bay. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute mit Entertainment. Hallo Nachwelt, produced by Timon D. Dieser Songwunsch kam von Cyrium. Der hatte mir dann, glaube ich, auch nochmal als Privatperson auf Insta geschrieben. Macht es auch gerne, wenn ihr euch Songs wünscht. Jeden Freitag kommt ein Video aktuell. Wenn ich es schaffe, sogar mehr, aber pokert da mal lieber nicht zu hoch. Und wenn ihr einen Song habt, den ihr wirklich gerne mal analysiert haben wollt, schickt mir das und vielleicht kommt es im Video dran. Rausgekommen ist der Track, wenn ich es richtig lese, vor etwa ungefähr einem Jahr. Und ich bin einfach mal gespannt, was uns erwartet. Schauen wir rein. Ist ganz interessant, also das Video wurde hochkant gefilmt, ist auch mal was Neues, es ist was, wo, also Filmemacher gehen der Sache ja meistens aus dem Weg, aber es hat schon eine besondere Ästhetik. Ist ja eigentlich für die meisten Entertainment-Fans normal, aber ich muss sagen, mich irritiert immer noch die neue Maske. Das hat eine andere Ausstrahlung, weil du jetzt Augen siehst bei normalem Licht und ja, Kinn und Mund und so ein bisschen. Das ist schon neu. Also ich weiß, die meisten sind es wahrscheinlich schon seit Teufel sei Dank gewohnt, aber ich habe Entertainment nicht mehr so aktiv verfolgt und deswegen ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Übrigens cool, sehr cool, wie der Beat reinkommt. Du hast hier Windgeräusche, so ein wie du es eigentlich aus typischen Geisterfilmen und so weiter kennst oder ja einfach, wenn man in der Sound Library nach Wind sucht, dann findet man häufig das. Und das finde ich auch geil, ist, dann kommt so eine Harfen-Melodie rein. Harfen haben ja so die Angewohnheit, dass die Arpeggios spielen. Arpeggios sind aufgebrochene Akkorde, könnte man sagen. Akkorde sind zum Beispiel Dreiklänge. Den C-Dur-Akkord kennt ja wahrscheinlich jeder, der sich schon mal auf der Klaviatur ausprobiert hat. Und würde man davon jetzt ein Arpeggio spielen, spielt man die Akkorde nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Das hat meistens eine mystische Wirkung, weil es halt ein Klang ist, der mit aufeinanderfolgenden Tönen zu tun hat, als ein zusammengepresster, großer, breiter Sound. Hallo Nachwelt, ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich... Okay, ungewohnt für Entertainment-Verhältnisse. Ist geil, wenn der Bass reinkommt und so weiter, aber ich habe nicht gedacht, dass es plötzlich so ein Beat wird. Hallo Nachwelt, ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch... Also mit typischen fetten Trap-808s, auch eher auf schnell getrimmt und so weiter. Also so ein Beat, den sich locker auch so ein Nero hätte nehmen können für seine 2018er Zeit oder wann auch immer der im Hype war. Ungewohnt, sehr ungewohnt. Jetzt nicht unbedingt schlecht. Und auch dieser Düdüt-Sound, der da kommt, der ist auch so ein richtiger Free-Sound, den habe ich schon tausendmal irgendwo gehört. Also es klingt leicht nach hochqualitativem Freebeat, tatsächlich. Interessant. Nichtsdestotrotz klingt es halt von der Qualität gut. Vor allem ist es doch, der Producer-Tag ist auch noch drin. Also das ist ja auch komisch. Eigentlich kauft man sich ein Beat und dann ist der weg. Hallo Nachwelt. Vielleicht wollte er das ihm aber auch so als Shoutout geben. So, und jetzt achten wir nach, keine Ahnung, wie viele Minuten Reaction, 5 oder so, endlich mal auf den Rap. Wie wär's damit? Hallo Nachwelt. Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Das ist auch so ein ungewohnter Flow für Entertainment. Das ist gerade was komplett Neues für mich. Okay, es sei denn, wir gucken uns die Runde gegen Lasker an im JBB 2014. Da hat er ja auch schon versucht, mit Triolen ein bisschen zu spielen. Das habe ich ja auch schon für die Leute, die jetzt noch nicht so lange gucken, öfter mal erklärt, was der Unterschied zwischen den einzelnen Rastern ist, die man benutzen kann. Normalerweise rappt man in Sechzehnteln, Achteln oder wenn man es ganz schnell machen möchte, Double bzw. Triple Time in 32. Man kann allerdings auch Triolen benutzen. Da wird es, da ist das Raster nicht zwei, sondern dreihebig. Und aus dat, 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 was zweihebig wäre, wird dann dat, 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 dat. Und wenn man das eben doppelt so schnell macht, hat man dieses, was man so als typischen Double Time empfindet. Manche nennen es auch dann logischerweise triolischen Double Time. Und das ist das, was Entertainment hier macht. Dat, 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 dat. Ist aber interessant, weil Entertainment wirkt hier eigentlich immer stärker, wenn er relativ langsam rappt. Und mit seiner Delivery glänzt, also gerade am Ende des Satzes sich so richtig reinsteigert in seine Performance, wie er rappt. Als er zum Beispiel auf dem Mammut Mix 1 gesagt hat,
Oder was? Nee, es war der erste, glaube ich. Und es fühlt sich an, als würden sie eure Geburt rückwärts erleben, wie er sich da reinsteckt. So, rückwärts erleben. Falls jetzt der ein oder andere von euch JDG-Vibes bekommen hat, ich auch. Ja, das ist eben so das, wo er meines Erachtens immer am meisten geglänzt hat und dass er jetzt auf ein relativ hektisches Raster setzt, obwohl es ja vom Titel her tiefgründig wird, ist schon spannend. Hallo Nachwelt, ich wünschte, ich könnte den Weg. Auch die Flöte, die in den Beat reinkommt, das ist so typisch diese gewisse Richtung von Trap. Ich sag jetzt nichts mehr dazu, sonst sitzen wir bis morgen noch hier. Ich glaube, Zukunftslektor hast mich jetzt auch schon dafür, dass ich wieder so viel schneiden muss. Ach Welt, ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen, konnte ich nicht bewahren, nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid. Das Kind in mir verstirbt. Hallo Nachwelt. Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen. Es ist vor allem sehr sauber geflowt. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Jedes Silbe ist klar und verständlich und sehr prägnant. Passt ins Raster. Belässt halt da auch nichts dem Zufall. Davon bin ich auch ein relativ großer Fan als Analytiker und selber Rapper, wenn man so penibel darauf achtet. Denn das ist ja ein Zeichen dafür, dass du dir Mühe für deine Texte gibst. Interessantes Thema, wie er Revue passieren lässt, wie dieses Kind, über das er spricht, das er selber war, früher mittlerweile immer mehr und mehr vergeht in ihm. Ist eine relativ diepe und melancholische Thematik, die ich so auch von einem Entertainment nicht erwartet hätte, aber ich kenne ja eher die Battle-Sachen. Das muss ich dazu sagen. Mal betrachten, seh den kleinen Jungen weinen, konnte ich nicht bewahren, nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid, das Kind in mir verstirbt. So vergehen die kalten Tage, in denen ich mich frag, wo bin ich gewesen all die Jahre. Sitz wieder allein im Turm und schreib der Menschheit. Ist aber auch ein geiler Drohnenshot eben gerade gewesen. Das kam in der Ästhetik gerade eben mit der vertikalen Aufnahme. Ziemlich cool, wie hier so lang geht. Vor allem, weil das ja auch alles extrem farbentsättigt ist. Also es ist eigentlich, könnte sagen, so gut wie schwarz-weiß. Du siehst noch ein bisschen Farbe raus, aber es ist schon ziemlich, ziemlich krass. Die Soundeffekte ist auch geil. Dieses und Geröchel da im Hintergrund, das erzeugt auch Atmosphäre. Und ich finde, dass seine Stimme ist gut komprimiert. Die klingt sehr nah, sehr rund. Na, du hörst auch seine ganzen Mundgeräusche mit. Also dieses, für die Leute, die ASMR hassen, hört besser weg. So ein genau das hört man bei ihm auch sehr stark raus, weil eben die Stimme so stark zusammengedrückt ist und die leisen Stellen deswegen so stark hörbar sind. Aber ich finde, es geht bei seiner Stimme gut ins Ohr. Also bis auf die Nebengeräusche. In denen ich mich frag, wo bin ich gewesen all die Jahre? Sitz wieder alleine im Turm und schreib der Menschheit, was ich denk. Und red mir dabei ein, dieses Talent sei ein Geschenk. Ich red es mir doch ein. Ich bin allein und es ist kalt. Stoch herum im Herzen, such nach Lines, die euch gefallen. Also Reime ist natürlich, also muss man eigentlich, das ist so krass, weil er sich ja am meisten Mühe gibt, aber bei einem Entertainment ist es so klar, dass er auf Reime achtet. Aber die Reime sind auch jedes Mal einfach wieder schön zu hören, aber ich will halt auch auf den Inhalt eingehen. Und red mir dabei ein, dieses Talent sei ein Geschenk. Ich red es mir doch ein. Ich bin allein und es ist kalt. Stoch herum im Herzen, such nach Lines, die euch gefallen. Schlag den Kopf an Wände, bis der Schädelknochen bricht. Und red mir dabei ein, ich hab mein Leben noch im Griff. Er beschreibt ja auch den Schaffensprozess als Künstler als etwas, was immer so ein bisschen mit Leid verbunden ist. Kann ich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, auch wenn er schon weitaus weiter ist als ich. Ich glaube, das liegt auch mit dem Lebensstil zusammen, den er führt. Ich habe da in einigen Interviews, unter anderem von dem Jiggy Will's Wissen, auch mitbekommen, dass das schon einer Natur nachgeht, die relativ chaotisch ist und, wie er auch beschreibt, relativ selbstzerstörerisch. Aber ich finde es interessant, dass er sagt, dass er zum Beispiel in seinem Herz stochert nach Lines, die uns gefallen, so im Sinne von, das geht ihm an die Substanz und ist jedes Mal wieder eine krass anfordernde Aufgabe für ihn, halt seine Rolle zu erfüllen. Weil wir haben eine Erwartungshaltung an Entertainment, wie ich es zum Beispiel vorhin schon mit den Reimen gesagt habe. Und er ist halt auch schon für so viele Lines verantwortlich, die halt wirklich, wirklich gut sind. Einmal, ob sie es verstehen oder nicht, denn den schmerzhaften Teil davon durchlebe doch nur ich. Keine Besserung zu sehen, wie er das ins Mikrofon pumpt, das finde ich aber auch geil. Dieses ganze Geflüster, das ist halt auch stiltypisch für ihn, das finde ich auch ganz cool. Der Chorgesang, beziehungsweise der von dieser Frau, die da gerade im Hintergrund singt, das hat auch Atmosphäre. Auch wenn ich finde, dass das mit den Hi-Hats ein bisschen zu hektisch ist, also dieses
ist dann doch ein bisschen zu aufgeweckt, klingt zu plastisch und vorgefertigt für ein Entertainment, der mehr mit Atmosphäre glänzt, finde ich. Ich schreib 3 Songs am Tag und merk, wie schlecht es um mich steht. Ich warte, bis der Nebel sich verzieht. Und hoffe, sie verstehen dieses Lied. Verbrenne nach dem Schreiben diese Feder, die es schrieb. Doch die Tinte auf der Spitze ist die Lebensenergie. Tinte auf der Spitze ist die... Nochmal. Ihr schrieb doch die Tinte... Den dieses Lied verbrenne nach dem Schreiben diese Feder, die es schrieb. Doch die Tinte auf der Spitze ist die Lebensenergie. Also quasi, er möchte dem Kreis entkommen, indem er den Schreibstock, also das Werkzeug, um die Kunst anzufertigen, entfernt. Aber er hat die Lebensenergie für das Erschaffen der Kunst schon hergegeben und die kriegt er auch nicht zurück, indem er das Werkzeug zerstört. Es klingt auch etwas bedeutungsschwanger und ich weiß nicht ganz, in welche Richtung ich das deuten soll, gerade noch, wenn ich ehrlich bin. Es hat auch so einen Hauch was von Theatralik und vielleicht sogar etwas Melodramatik und ich, mir hat das nie so wirklich was gegeben, wenn ich Entertainment-Tracks gehört habe, weil ich immer fand, das ist so, als würde ich einem Theaterdialog zuhören und weniger einer Person, die spricht. Nichtsdestotrotz halt lyrisch immer noch sehr anspruchsvoll. Hallo Nachwelt! Ich meine, allein Feder, die er schrieb, Lebensenergie, muss man da nichts dazu sagen, das ist top. Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen. Das ist anscheinend die Hook, okay. Das habe ich so auch nicht gerafft am Anfang. Konnte ich nicht bewahren, nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid, das Kind in mir verstirbt. Hallo Nachwelt! Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen. Konnte ich nicht bewahren, nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid, das Kind in mir verstirbt. So vergehen die dunklen... Die Windräder im Hintergrund, ey, da fühle ich mich auch direkt wie zu Hause. Ja, das ist aber cool. Wie gesagt, ich mag die Atmosphäre. Es tut mir so leid, das Kind in mir verstirbt. So vergehen die dunklen Tage, jeder gefüllt mit Trauer und wir leben 100 Jahre. Von Schmerz gelenkt, von Ängsten und Zorn. Und die Kerze brennt im Fenster des Turms. Von der Dunkelheit gepackt und verschlungen. Ich liebe es, wie er diese Plosivkonsonanten ausspricht, ne? Gepackt und verschlungen. Auch wieder, auch die Nachbearbeitung, ich habe es ja vorhin schon mit der Komprimierung angesprochen, die wirkt hier wirklich wahre Wunder bei ihm. Aber auch die Delivery, die macht das ja erst so richtig rund. Damals waren die Schatten noch bunt. Ich werfe die Texte in die Winde, die sie... Guckst du auch wieder so Aussagen. Also er verbindet ja wirklich so sein aktuelles Ich, was im Großen und Ganzen leidet, auch im Schaffensprozess, immer mal wieder leicht nostalgisch angehaucht mit der Vergangenheit und sagt zum Beispiel jetzt solche Statements wie damals waren die Schatten noch bunt, was natürlich ein Paradox ist, aber das ist ja das Stilmittel, weil Schatten ja nicht bunt sind, aber mit Kinderaugen sieht man ja alles noch anders, selbst Dinge, die offensichtlich düster sind, erscheinen dir in einem anderen Licht, Wortspiel, und das soll ja zeigen, dumm gesagt, früher war alles besser oder eher so wie er, dass man einfach andere Augen hatte damals. Und damit hat er auch recht. Ich finde aber die Art, wie er es verpackt, so, das habe ich ja schon gesagt, sehr, sehr dramatisch. Damals waren die Schatten noch bunt. Ich werfe die Texte in die Winde, die sie verteilen. Und bete, dass sie irgendwer findet, der mich befreit. Also quasi, dass er seine Texte schreibt, um vielleicht irgendwann mal damit eine Person zu erreichen, die etwas darin versteht, einen Sinn daraus zieht und vielleicht in sein Leben gelangt und ihn begreift und ihn dadurch befreit, also aus dieser komischen, unangenehmen, schlimmen Lebenssituation rausholt. Es ist halt schon so geschrieben, dass man interpretieren soll. 1000 Lieder sind mein, jedes von ihnen ein aufgeschriebener Schrei. Viele bunte. Das ist aber geil. 1000 Lieder sind mein, jedes von ihnen ein aufgeschriebener Schrei. Und jetzt nicht nur, weil es wieder 6 fucking Reimsilben sind. Muss man eigentlich wirklich nicht dazu sagen. Ich sag's aber trotzdem, ist top. Top Level, war es schon immer gewesen. Aber ich fand auch hier die Metapher geil. Also, dass jedes Lied, was er schreibt, ein aufgeschriebener Schrei ist, was ja wieder so wunderschön ist, weil es paradox ist. Und wie er mit den Paradoxen spielt, finde ich einfach so, ich finde es toll in dem Zusammenhang. Quasi ist es wie dieser Satz ein stummer Schrei und hier ist es ein aufgeschriebener Schrei. Also wir haben es schon wieder, dieses Kunstschaffen und er versucht mit seiner Kunst seiner aktuellen Lebenslage zu entfliehen und nutzt sie auch als Ventil,
um diesen ganzen Mist, der sich bei ihm ansammelt, mal rauszulassen und versucht aber auch damit Leute zu erreichen und versucht vielleicht auch so eine Art Hilferuf zu senden. Farben, doch sie passen nicht ins schwarze Bild, ich aufgeschriebener Schrei. Viele bunte Farben, doch sie passen nicht ins schwarze Bild, ich schreib nicht, was ihr hören wollt, sondern das, was ich euch sagen will. Auch eine geile Line. Ist relativ selbsterklärend, ist vielleicht sogar minimal deplatziert bei dem deepen Thema, aber eigentlich auch nicht. Also, es greift nicht wirklich dieses Bittere auf, was er die ganze Zeit beschreibt. Gleichzeitig ist es aber an sich einfach ein cooles Statement, weil er schreibt, was er schreiben möchte und nicht, was die Leute hören wollen. Wiederum paradox zu dem, was er am Anfang sagt, mit dem, dass er leidet, um Lines zu finden, die uns zu gefallen, mit dem, was er in seinem Herzen sucht. Aber ich denke mir das relativ oft bei Künstlern. Das Werk muss auch nicht immer überall Hand und Fuß haben, wie in seinen Runden von 2015, sondern es ist in erster Linie ein Ausdruck für das, was in einem vorgeht. Und wenn er sich gedacht hat, dass diese Line zu diesem Punkt Sinn macht, würde ich das sogar gar nicht großartig in Frage stellen. Schreib nur wegen der verdammten Schmerzen. Ich will kein Fame, sondern falsche Interpretation. Da haben wir es nochmal. Das ist genau das, was wir vorhin schon gesehen haben. Also dieses, dass er mit seiner Kunst nach Verständnis sucht, anstatt halt Leuten zu gefallen. Jetzt macht die Line vorher auch sogar noch mehr Sinn, wie sie sich ins Ganze eingliedert. Hat er wahrscheinlich einfach nicht mit Heinis wie mir gerechnet, die nach jeder Line Stopp drücken. Und dieses Werk, denn was vom Herz geschrieben wurde, ist nur zu hören von einem Herz. Hallo Nachwelt, ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen, konnte ich nicht bewahren. Auch eine schöne Art zu sagen, dass Emotionen vermittelt werden mit Musik, wenn man sagt, dass Sachen, die von Herzen geschrieben wurden, auch nur von Herzen gehört werden. Wie gesagt, ich finde es wieder schön, wie er mit Metaphern spielt. Und auch hier wieder, es ist hier wieder paradox, Herzen können nicht hören, aber so wie er es sagt, ist es einfach schön, es ist poetisch. Es fühlt sich auch relativ klassisch an, das ist ein Satz, den kannst du stehen lassen und das könnte in 200 bis 300 Jahren im Deutschleistungskurs der Abiturklasse 13 irgendwo in Nissendorf auf der Franz-Klemann-Schule analysiert werden und es wäre ein Klassiker. Hindern, wer du wirst, das tut mir so leid, das Kind in mir verstirbt. Hallo Nachwelt. Auch ein cooler Shot, dass der Horizont so groß abgebildet wird und nur so ein Fleckchen Erde ist, aber genau da bewegt sich eine Person und sie bewegt sich weg, sie geht. Das finde ich auch relativ interessant. Nachwelt. Ist wahrscheinlich er selber in dem Punkt. Kannst du entweder sagen, okay, der Song ist vorbei, oder du sagst, vielleicht ist das in der Ferne die Person, die er vielleicht braucht. Jo, das war's zu meiner kurzen, wahrscheinlich gar nicht so kurzen und knackigen Analyse zu Entertainment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's interessant, es war mal ein guter Einblick wieder in seine Musik, die ich jetzt ewig nicht mehr gehört habe. Vielleicht werde ich das in Zukunft wieder öfter machen. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Mal. Macht's gut, euch noch ein schönes Wochenende. Ciao. Zücke die Pump, baller wie Geistesgestörte, die reimenden Wörter durch deinen Gehörgang. Auf jedem Instrumental, Killer, Face, Red, Madman, Rap, Jack the Ripper. Ey, Enemies machen auf Rockefeller. In Panamera, mieten die Wagen und zocken bei Labels, wie dieser Schubi zum Acapella. Sie wollen einen Gastpart für'n Fuffi, doch das wird nix, wenn der Beat kein Bass hat wie Woody. Wer hat weder Texte noch...